Der große Sturm ist bei uns vorbei. Jetzt möchte ich euch aber mal ein Beispiel zeigen, warum man auf gar keinen Fall bei Sturm in den Wald gehen sollte. Schaut mal hier. Wir sind hier direkt auf dem offenen Feld. Wir haben hier hinter den Waldweg und hier liegt ein Baum. Ja, der ist schon tot. Das ist sogenanntes Totholz. Aber der ist natürlich auch kaum mehr eingewurzelt. Hier könnt ihr das sehen. Die Böden, das merkt man richtig beim Draufgehen, sind sehr, sehr weich. Und wenn dann der Wind hier von dem Feld her durchzieht oder durchgezogen ist mit den kräftigen Windböen, die es gab, teilweise bis zu 100 Stundenkilometer schnell waren, ja, dann kippt so ein Baum mit Totholz hier um. Kann auch ein lebendiger Baum sein, könnte auch so ein Baum sein. Und wenn du hier zu dem Zeitpunkt halt gerade lang gehst auf dem Weg und den auf den Deckel oben kriegst, dann war es das. Deshalb mal ganz wichtig, bei Sturm nicht in den Wald gehen. Flucki, komm, weiter geht's. So, jetzt ist der Weg auch wieder frei. Jetzt kannst du hier auch wieder mit dem Fahrrad durchfahren. Das muss man auch öfter machen. Deshalb habe ich den Baum hier einmal zur Seite geräumt. Der Baum war auch gar nicht so leicht. Der hat bestimmt eine Lebensbedingung. Den muss man wirklich abbrechen. Dann ist vorbei. Deshalb sollte man aufpassen. Auch wenn man wie ich heute einen Tag nach dem Sturm im Wald geht, immer mal so ein bisschen in die Baumkronen reingucken, weil auch da kann immer noch mal was hängen, was vielleicht jetzt runterfallen kann. Ja, und das, was ihr hier sehen könnt, diesen Baum, das meinte ich, da müsst ihr drauf aufpassen. Guckt mal, der hängt am seidenen Faden. Der kann natürlich jetzt auch jeden Augenblick wieder runterfallen. Deshalb muss man da echt höllisch aufpassen. Wir gehen trotzdem einfach mal durch. Wird jetzt in dem Augenblick nichts passieren, ist gerade windstill. Ihr habt es gesehen, ist alles gut gegangen. Aber auf jeden Fall muss man aufmerksam sein, wenn man jetzt durch den Wald geht. Das ist auch nicht der erste, den ich gesehen habe, was so eine Baumkrone hing oder sich irgendwo noch gestützt hat. Das hat hier wirklich ganz schön gewütet im Wald. Man sieht es auch, dass überall auch kleinere Äste abgebrochen sind, die hier rumliegen. Aber halt auch so größere, wie ihr gerade eben sehen konntet mit dem Baumstamm, den ich beiseite getan habe. Schaut mal hier. Um den geht es, das ist auch sehr gefährlich. Wenn der runterkommt, auch hier ist gleich der Weg. Hier hat es schon mal eine umgekippt, wie ihr seht. Wenn ihr den abbekommt, ist er garantiert vorbei. Aber auch das hier kann echt gefährlich werden. Ja, den Ast habe ich nicht runterbekommen. Der sitzt sehr, sehr fest. Das heißt, der wird auch nicht gleich runterfallen. Sieht gefährlicher aus, als es ist. Ja, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, habe ich das nicht geschafft. Ich will mich auch selbst nicht in Gefahr begeben und da irgendwie dranhängen, weil wenn der runterkommt, halte ich den auch nicht fest. Der ist viel zu schwer. Also hier ist halt dann der Förster gefragt, dass der sich darum kümmert. Und nach so einem Sturm wird er natürlich auch durch den Wald gehen. Und ja, das wird ihm auffallen, weil es natürlich direkt am Weg liegt. Von daher kann ich das nicht selbst erledigen, das muss dann ja in dem Fall einfach mal wer anders machen.